Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja, im letzten Part haben wir so einen Teil bekommen und wenn wir jetzt noch so ein zweites Teil finden, können wir das Triforce finden. Ich hatte ja schon Angst, dass wir jetzt nochmal durch die halbe Welt laufen müssen für das zweite Teil, aber es befindet sich näher als man denkt, ja. Außerdem ist das jetzt der dritte Anlauf, in dem ich versuche, diesen Part hier aufzunehmen. Beim ersten Anlauf hat der PC extrem geleckt. Da habe ich den dann nochmal neu gestartet. Also wirklich gefühlt halb so viele FPS wie hier. Beim zweiten Versuch habe ich gedacht, so komm, zeigst du vorher nochmal einen geheimen Laden da drinnen in der Höhle. Einfach aufschalten nach Schmetterling. Da kann man Schätze kaufen. Und ich wollte noch eine blaue Feder kaufen, damit ich mein Schild hier verbessern kann. Allerdings, ja, 200 Rubine will er dafür. Für die blaue Feder, die uns noch fehlt. Wir haben 60. Naja, ich würde mal sagen, das sollte reichen für den letzten Dungeon. Gucken wir uns mal diese wunderbare Statue an. Ja. Und weiter. Passiert da noch was? Ah ja. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Triforce in diesem Gebäude befindet, liegt bei 85%. Fei? Bist du dir sicher, dass es nicht 100% sind? Du dumme Nuss. Folge Zeldas Auftrag und vernichte den Todbringer so schnell du kannst. Gut, wisst ihr, was ich so ein bisschen interessant finde? Ich meine, riesiges Erdbeben, ein Teil des Dorfes bricht einfach weg und ein Tempel kommt zum Vorschein. Sollten die Leute nicht neugierig werden und nachgucken gehen oder so? Ich meine, wenn bei mir sowas sein würde, würde ich erst Angst kriegen und dann nachgucken und danach hektisch wegrennen. Aber naja, die Leute im Wolkenhort, die sind halt ein bisschen anders, die sind ein bisschen speziell. Ich meine, alle Menschen gefühlt wohnen in diesem kleinen Dorf. Wenn das mal nicht nach Inzucht schreit. Naja, ich würde sagen, wir gehen dann mal rein in den letzten Tempel. Ah, da. Ja, gleich sind wir da. 85%, dass das Triforce da ist. Naja. Naja, es steht zumindest über der Eingangstür. Ich schätze mal, wir sind hier relativ richtig. Turm des Himmels. So, ich würde sagen, wir speichern mal direkt. Obwohl, nö, warum? Warum auch? Wir sind 5 Minuten im Part, das sollte
klappen. So, hier am Anfang im ersten Raum gibt es direkt mal eine Truhe, die wir mal ganz angenehm öffnen werden. Du hast die Dungeon-Karte erhalten. Yeah. So, man sieht es vielleicht schon, der Dungeon ist ein bisschen wirr, weil wir da rechts nicht weiterkommen. Orphei, Gebeter, ich habe dir etwas zu berichten. In diesem Gebäude befindet sich die drei Quellen heiliger Energie, die drei Flammen, Fragmente des Triforce. Ich habe die Orte, an denen ich die Kraft verspüre, auf der Karte mit PlayStation-Taste markiert. Danke, Fall. Ich wollte auf jeden Fall reden. Hier geht's ja nicht weiter. Das ist der Trick hinter diesem Dungeon, denn mit diesem wunderbaren Apparillo hier können wir den Dungeon etwas verschieben. Ich würde sagen, machen wir mal so, ne? Ja, nein, doch. Ich hätte das gerne schick. Komm, machen wir mal so. Die Räume verschieben sich. Gebeter, ich habe dir etwas zu berichten. Aus den eben ertönten Geräuschen schließe ich, dass sich der Aufbau des Gebäudes verändert hat. Blitzmerker. Durch die Veränderung ist es nun möglich, den angrenzenden Raum zu betreten. Schlage vor, dich durch die Nutzung dieser Kontrolltafel den Weg zu den Fragmenten des Triforces zu öffnen. Danke, Fei, aber ich glaube, wir kommen da nicht lang, weil da braucht man einen Schlüssel. Aber, ja, den ersten Raum, den können wir doch schon mal machen, ne? Können wir machen. So, und diese Räume sind hier ein bisschen angelehnt an die Dungeon, die wir hatten in dem Spiel. Sehr kreativ. Aber ja, ganz nett, ganz nett. Grüßlinge. Jo, das war leicht. Ah, ja. Ich sehe schon, wir dürfen wieder schwingen wie Tarzan, aber erstmal müssen wir das Seil kappen, damit wir wirklich wie Tarzan schwingen können. Okay. Dann eben mit dem Pfeil. Hallo? Dann eben mal das Buschteil mit dem Käfer. Dann eben so. Gut zu wissen. Peitsche. Da. Und ich sehe da schon eine Spinne. Und sie ist tot. Haha. Gut, ich würde sagen, wir warten mal. Okay, das Schild hat sich regeneriert. Das ist gut. So. So ein Typ, ich würde sagen, verreck in Scheiße, Legolas-Style. No. Bleib stehen. Einmal darüber, bitte. Danke. So, ich hab... Oh, im Fischmaul. Sehr cool. Ich hab da ja schon gesehen, diese Feuertypen da. Naja, und da sind Bomben. Das heißt, ich schließe daraus, mit meinem analytischen Gehirn, wir müssen sie sprengen. Okay, das war jetzt ein Fail. So, ich würde sagen... Kamikaze! Habe ich gerade richtig gehört? Sind alle tot? Tja. Alle tot. Gut. Naja. Und da jetzt einmal rüber und...
Millimeterarbeit. Ja, gut, das kann passieren. Okay, ich habe mal wieder einen Knick in der Linse. Na dann, drehen wir mal so. Oh. Und? Ta-ta-ta-ta! Drüben! Da hatte ich ja im Baum hier so ein paar Probleme mit dem Pusten, dass ich auf die Idee gekommen bin. Das war ja, ich würde mal sagen, ein Fail. So, hier, wir sind hier drüben. Hier können wir jetzt erstmal wunderbar, ich sagte, wunderbar, die Tür öffnen. Ja doch. Komm her. Einmal schneiden, Link. Vielleicht kriegen wir hier dennoch das Geld zusammen. Naja, dann würde ich den nach dem Finale kaufen. Ich will mal kurz gucken. Doch, wir sind ausgerüstet, was Flaschen und Lebenstränke angeht. Und ich würde hier gerne mal einen Pfeil malen, ne? Haben ein paar Pfeile sinnlos verschossen. Nee, wie werde ich? Obwohl doch. Erkennt er das als Pfeil? Ja. Ich habe mich vermalt. Ich habe sonst gedacht, komm, mal einen Rubin. Vielleicht. Vielleicht, heißt dann schicken Rubin. Aber nee, hab falsch angesetzt, weil ich noch den Pfeil drin hatte. So, Speichervorgang erfolgreich. Gehen wir mal hier durch. Das wäre gut, wenn wir. Oh. Sieht böse aus. Bitte. Okay. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Hier geht's nicht weiter. Ja, Fail, ne? Ich würde sagen, wir gehen dann mal zurück. Ich habe gerade gesagt, ich hätte gerne den Raum mit dem Schlüssel. Gibt es in diesem Raum hier eigentlich ein Verstellding? Nö. Aber wir haben ja die Abkürzung hier, also sollte kein Problem sein. Ja gut, das passiert, dieser Fail. So. Ah, hier bist du, Verschiebepult. Geh mal hier hin. Irgendwie, ich hätte gern den Raum, aber... Ich schieb mich hier auch gerade wieder um Kopf und Kragen. Kann das sein? Ich hätte gern diesen Raum. Warte mal, das war doch der Raum, wo wir nicht durchkommen. Ja. Okay, den können wir verschieben, wenn wir in einen anderen Raum angekommen sind. So, das Problem ist, den Raum, wo wir gerade sind, den können wir ja leider nicht verschieben. Warte. Da, den schieben wir jetzt hier in den jetzt hoch. Ich habe kurz Hoffnung, dass das der Raum ist mit dem Schlüssel. Also lasse ich mal den Raum da und... Nee, kein Schlüssel.
So, den Schlüssel erkennt man in der einzigen Truhe. Aber da gibt es einen weiteren Verschieberaum. Der ist ja schon mal gut. Das heißt, wir können dann auch hier unten, ja. Doch. Hat ein bisschen gedauert, bis ich mir das so ein bisschen angeordnet habe. Aber, ja. Ich glaube, in diesem Raum befindet sich ein Zwischenboss, wenn ich mich nicht täusche. Aber, glaube ich, einen relativ machbaren, nenne ich es mal. Oder nicht? Nee, das ist kein Zwischenboss. Das ist so ein Ranellraum, ja. Okay, haben wir zumindest Pfeile und da. Wieder so ein Ball und die stehen gleich auf und haben hier vor den Elektroschocker dabei. Ja, rennen wir mal an den vorbei. Tja, und jetzt sind sie tot. Finde ich gut. Ja. Ich würde sagen, den nehmen wir mal mit bis zum... Aua. So, schieß deine scheiß Bälle ab, komm. So, schieß. So, gib wenigstens einen 20er. Gut, hier ist nix. Ich lass den ja mal liegen in der Hoffnung. Okay, da kommen wir nicht rein. Zack, zack, zack. Ah ja, ja, hier ist ein Schalter, ein Schäbel. Eine Mischung aus Schalter und Hebel. Ich verstehe. Da ist jetzt hier so ein wunderbares Laufband. Hallo? Link, du Arsch mit Ohren? Vielleicht solltest du dich ein bisschen beeilen, obwohl... Ist eigentlich Jacke wie Hose, ne? Machen wir hier mal auf. So, komm her. Heb auf. Okay, hier ist ein Schalter. Ja. Der Puster, der Sauger. Ich dachte kurz, ich hätte den wunderbaren Bogen ausgerüstet, aber war der Puster. So. Da einmal gegen, bitte. Steh schon drauf, gut. Dann einmal hier aufmachen. Dann eben so. So, mach mal zu, die Scheiße hier. Und da dürfen wir jetzt mal fett reinballern. Gut, dann halt den Bogen hier. Zack. Dann geht auch dieses wunderbare Ding wieder auf hier. Nett. Aha, sehr gut. So, der da unten ist wieder tot. Das finde ich doch gut, weil ich hasse die Elektro-Kick. Ich hasse die wirklich sehr. Sehr doll. So, stirb. Ich bin bereit. Komm, kämpfen. Los. Erwache. Sterbe. Lebe zum Sterben. Geht doch. Ja, droppen tut er mir leider nichts. Das ist jetzt blöd, aber... Besser als gar... Hallo, Kamera? Kamera, dreh dich. Ah,
Ah, ich verstehe. Da hinten sind so Äuglern. Ich nenne es mal Augen. Hier so blaue Dinger. Warum will ich immer die Lyra? So, Pfeil und Bogen, komm her. Kamera, dreh dich bitte. Junge, ich habe gestern, also von mir aus gesehen gestern, Paper Mario zu Ende gestreamt und ich war, sagen wir mal so, ich war da so ein bisschen salzig unterwegs, ne? Kann es sein, dass jetzt mein Controller davon Schaden getragen hat, von meiner Salzigkeit? Oder woran liegt das? Keine Ahnung. Schuss! Okay, es gibt keine bestimmte Reihenfolge, das hätten wir uns auch gesagt oder so. So, den... Oh, stimmt, der näher. Hätte ja komplett vergessen, fast eine Abkürzung zu machen. Das wäre blöd. Okay, der ist da drin. Ich hoffe, der bleibt da auch. Und ich muss ihn nicht wieder von Anfang an holen. So, dann schieben wir mal hier. Let it cheap, let it cheap, let it cheap. Doch, gefällt mir. Denn da befindet sich ein Triforce-Teil. Das hätte ich noch gerne. Das heißt, das holen wir uns jetzt... Warte. Also mit der Kamera, da gibt es auf jeden Fall so ein paar Probleme. Ich glaube wirklich, der hat einen leichten Schaden davon getragen. Das reimt sich. Ich würde sagen, auf jeden Fall, das erste Triforce-Teil, das krallen wir uns heute noch. Und dann ist der Bart auch vorbei. Oh, falsche Tür. Naja, zum Glück haben wir die Abkürzung gemacht. Dreh dich. Okay, das ist wieder da. Das ist gut. Hier geht's weiter. Ich würde mal sagen, das ist die richtige. Schon wieder den Fehler gemacht. Ich hasse diesen Raum. Okay, ich muss mir unbedingt merken, welche Farbe der mit dem Schlüssel ist. Ein Triforce-Teil holen wir uns heute auf jeden Fall. So, mach inne. Hallo, Link. So, das Triforce. Dann schieben wir den mal hier Stück. Das wird, glaube ich, nichts. Obwohl. Das wird aber was. Da, 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 da. Okay, jetzt können wir aber hier zurückrennen und unser Teil hier holen. Vorher beende ich diesen Part nicht. Das ist so, das ist das, was ich mir selber so vorgenommen habe. Gut. Ich weiß auch noch nicht, ob ich heute nur einen aufnehme oder zwei, weil... ich würde mir gern vorher mal den Endboss angucken und habe so ein bisschen Angst, dass ich aus Versehen da rein stolpere und dann Game Over gehe und... Das möchte ich jetzt nicht so gerne. Da bin ich jetzt nicht so der größte Fan von. Warte, kenne ich. Gebeter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre eine heilige Kraft in diesem Raum. Oh, das ist ein großer Raum, an den erinnere ich mich. Die Wahrscheinlichkeit, dass du die heilige Kraft erreichen kannst, wenn du die Lava überquerst, liegt bei 60%. Halte an deinen Willen fest und schreite voran, Gebeter.
Naja, an den Raum erinnere ich mich. Der ist relativ groß und mit Lavafahrten und das ist relativ langsam. Also ja, ich würde mal sagen, das ist doch was für den Zukunftsmave im nächsten Part. Nächsten Part? Ich würde an der Stelle mal sagen, das war's dann auch schon wieder von diesem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.